Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake 2. Ja, in der letzten Folge hatten wir das Kapitel beendet und gehen jetzt weiter. Jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder als FBI-Agent weiterarbeiten oder ob wir mit Alan weiter unterwegs sind. Okay, wir sind immer noch wir. Können wir jetzt hier bei ihm noch was machen? Nee, können wir nicht. Liegt denn hier noch irgendwas? Eigentlich müssten wir mal gucken hier, ob irgendwie am Rand der Hülle noch irgendwas ist, bevor wir weitergehen. Ich rush mal schnell. Okay, ich darf nicht. Ich hab's gecheckt. Ich gehe ja schon. Bestimmte, wo ich hingehen konnte. Ja. Wohin nicht? Ja. Oh, was da? Achso, das haben wir ja schon gesehen. In der letzten Folge. Ja, Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, der Support ist immer gut. Das hilft mir, damit meine Videos auch anderen vorgeschlagen werden. Und das hilft natürlich dann dadurch auch, dass mein Kanal ein bisschen größer wird und wächst. Wie gesagt, wenn ihr noch kein Abo da, mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich einfach. Als ich den Tatort betrat, spürte ich, dass etwas in der Luft lag. Eine Bedeutung. Die grausame Emotion der Tat, wie eine Wolke des Zorns. Die toten Augen des Opfers starrten etwas Unsichtbares an. Und doch war man sich dessen Anwesenheit bewusst. Etwas war auf molekularer Ebene in diesen Ort eingedrungen. Es überlagert deine wertlose Existenz. Ein Rückschritt hin zu etwas, das du vergessen hast. Es markiert dich, macht mit dir eine Spritztour, treibt dich in den Wahnsinn. Das hört sich nicht gut an. Die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt nochmal zurück zum Tatort? Wir gehen jetzt einfach mal gucken. Weil der Schatten ist ja auch in die Richtung gegangen. Aber du stehst bitte nicht wieder auf, ja? Oder rufst Mutti. Oh, guck mal. Der Stein schwebt etwas. Ja, das ist sehr angsteinflößend. Es war das etwas, was auf der molekularen Ebene da war wahrscheinlich. Und dann gehen wir durch die Stahltür. Irgendwie ahne ich, es wirkt schon wieder, als wenn wir irgendwie so einen kleinen Mini-Boss oder irgendwas hinzuarbeiten. Aber ich bin mir nicht sicher. Kommen wir jetzt in der Stadt raus? Nö. Doch. Doch, wir kommen jetzt bestimmt wieder in der Stadt. Wir gehen nach unten und kommen nach oben automatisch. Ist das nicht immer so? Nee, U-Bahn. Looper Express. Tomorrow Heights. Except late nights. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Schapper die und Schapper da. Zählt das? Da war's. Nice. Worte der Pistole. Roulette. Gewährt eine Chance von 10%, keine Munition zu verbrauchen, wenn du ein Roulette. 15%. Primatze erhöht die Kraft. Rotfinder erhöht die Wirkungsbereiche. Wir machen erstmal den Revolver fertig hier. Nice. Und das war jetzt auch zwei. Als ich den Tatort betrat, ja, das hatten wir ja gerade. Nope, ich wollte das andere auch noch machen hier. Hallo. Yeah. The Boom. Okay, ja, das hatten wir ja schon. Der hätte auch ein Weihnachtsbaum sein können, hat er uns ja erzählt. So. Oh. Ich habe gerade hier ein F gesehen, glaube ich. Ja. Na toll. Leer. Halt. Hatten wir das nicht von auch schon? Oder ist das einfach bloß dasselbe Fachverteilungssystem. Aber manchmal ist es komisch, du musst in einem bestimmten Winkel da drauf gucken, damit dir das F überhaupt anzeigt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh, da hinten. Mein Gott, ist das verwirrend. War das jetzt schon das eine Fragezeichen? Nein. Vorne links kommt wieder so ein Speicher. Die Station hatte sich verändert. Ja. Ich war jetzt näher dran. Wo dran? Ah, okay. Müssen wir jetzt wieder... Achso,
hieß es nicht, wir müssen Ende des letzten Kapitels, dass wir raus müssen zu diesem Hotel? Suche nach Alice. Ach, siehst du, habe ich ja gesagt, stand da irgendwo. Geh zum Apartment in... Okay. So müssen wir doch raus. Hier heilt sich überhaupt keine Lebensenergie. Ich bin Autor. Ich schreibe. Schreiben ist der Schlüssel. Kunst ist der Schlüssel. Um den dunklen Ort zu entkommen. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich niemals vergessen. Ich bin am dunklen Ort außerhalb von Zeit und Raum. Abseits der Realität. Doch er ist real. Eine albtraumhafte Dimension. Ein Meer aus Dunkelheit. Seine dunkle Energie kann Kunst Realität werden lassen. Träume und Albträume wahr werden lassen. Ja, das kann ich nutzen. Das muss ich nutzen. Dort draußen gibt es unbedingte Monster. Sie wollen mich aufhalten. Mich verschlingen. Ich werde... Oh nein. Heißt das, wir müssen nochmal schreiben? Ich bin... Ja, ja. Meine da schreiben. Aber das geht nicht, ne? Nee. Also wir müssen jetzt Alice finden und dafür müssen wir raus. Jetzt die Frage, ist es sinnvoll, das jetzt mitzunehmen, weil wir jetzt hier erstmal fertig sind? Ich denke schon. Machen wir deine Funzel wieder an. Ja, gehen wir jetzt dahin. Parliament Tower. Unser Zuhause in New York. War ich wirklich so nah an meiner Heimat? Wäre ich zu Hause, wenn ich hoch in die Wohnung gehen würde? Oder war das nur ein Echo der Realität? Gute Frage. Selbst dann hätte mich der Tatort der Flucht näher gebracht. Ganz ehrlich, wenn du mitten in New York in so einer Bude wohnst, dann hast du echt gut Geld verdient, glaube ich. Mach mal das Licht aus, zum Fall irgendwelche Viecher. Ihr wisst schon. Telefon? Ja, ich komme. Das Telefon an der Plaza klingelte erneut. Jaha. Ich eile. Operator, hol mich raus. Hey Alan, schön Sie zu hören. Ich dachte, ich hätte Sie wieder verloren. Wer sind Sie? Warum helfen Sie mir? Sind Sie tiefer vorgedrungen in den Übergang? Sprechen Sie vom Tatort? Ja, bin ich. Das ist fantastisch, Alan. Wir sind unserer Flucht näher. Wir machen Fortschritte. Ja, wenn Sie endlich meine Fragen beantworten würden. Beim letzten Mal waren Sie ziemlich besorgt um Alice. Waren Sie beim Parliament Tower? Und haben Sie sich vergewissert, dass Sie entkommen ist? Natürlich kamen Sie raus. Deshalb bin ich hier. Das war doch der Sinn der Sache. Seien Sie vorsichtig, Alan. Das Dunkel stiehlt von Ihnen. Es kann sich bereits als Ihr Double manifestieren. Scratch wird... Halt, warten Sie! Hallo? Scheiße. Tja, da wollte jemand nicht, dass du weißt, was mit Scratch ist. Und da ich keine Ahnung habe, wer Scratch ist, bin ich ahnungslos. Also müssen wir jetzt trotzdem da rein. Der Springbrunnen ist jetzt dadurch weg. Ich möchte trotzdem mal kurz gucken. Alan Wake. Zeit ist hier bedeutungslos. Wie lange versuche ich schon zu entkommen? Lange genug, dass Alice mich für tot hält. Naja, 13 Jahre, ne? Ach, und am Schluss kommen wir bestimmt da am Lake raus. Gott. Nee. So. Der Schriftsteller. Vielleicht war er ein Opfer. Der Kult nutzte seine Worte. Oder er war das Monster hinter allem. Alice Wake, seine Ex, wusste jedenfalls etwas. Es war da, in ihre Kunst eingebettet. Ein Hilferuf. Die Dunkelheit, die sie gesehen hatte. Sie war in Gefahr,
War Alice Teil der Geschichte? Das willst nur du. Ich will es nicht. Und wenn du es nicht weißt, dann werden wir es halt rausfinden. Das soll bestimmt nicht heißen, dass ich da rein soll. Ganz bestimmt nicht. Jetzt gucken, gibt's hier irgendwelche Pfeile? Nope. Naja, dann. Wenn der Elevator schon auf uns wartet, dann werden wir einfach mal betreten. Ist keine coole Fahrstuhlmusik. Dun, 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 dun. Verfolgung. Oh, nee. Alice Fotoausrüstung. Der Auslöser war mit der Tür verbunden. Will nicht verfolgt werden. Das finde ich in New York oder ähnlichen Städten auch krass, wo du Hochhäuser hast und du kannst mit deinem Fahrstuhl direkt in deine Etage hochfahren und steigst einen Fahrstuhl in deiner Wohnung aus. Das finde ich nicht so geil. Da finde ich eher geil, so wie es hier ist. Du kannst zwar hier hochfahren, hast dann so einen Vorraum und dann musst du trotzdem mit dem Schlüssel irgendwie rein. Gott, Verfolgung. Das heißt doch nicht. Das heißt doch nicht. Alice! Alice! Wo bist du, Alice? Warum schmeißt du dein Essen auf den Boden? Wer macht das jetzt weg? Alice. Das ist ein Foto von Scratch. Woher hat es Alice? Stellt er hier etwa nach? Wähle die Fotos für die Ausstellungsposter. Ja, nimm doch das, das ist wunderhübsch. Gescratcht hier noch ein bisschen. Okay, huch. War ich das jetzt? Ja, war ich. Dachte, jetzt hat sich gerade selber dahin gesäbt, aber nope, das war ich. Guck mal, Erwähnchen gab's auch noch, ne? Warum ist hier so ein Zeichen? Die Tür zu meinem Arbeitszimmer, in dem ich geschrieben hatte. Das Symbol war vorher nicht hier. Oh, dann statt ein Fernseher, Leinwand, das ist natürlich auch geil, aber dafür musst du echt... Ich finde, Beamer ist zwar ganz geil, aber das ist so dieses, mir fehlt diese Lichtintensität. Alice Videokamera. Was soll ich? Speicherkarte. Achso, muss ich erst finden, wa? Dann werden wir das tun. Ich weiß, es gibt auch schon Beamer, die haben so eine Hardcore-Laser... Glühbirnen, sage ich jetzt mal so. Aber es ist trotzdem dasselbe, wenn du einen richtig geilen... Fernseher hast mit ordentlichen Lumen. Videokunst-Doku auf Bildschirm mehr. Fokus des dunklen Ortes. Okay. Ich drücke mal auf die falsche. So. Ich finde jetzt die Bude recht winzig, ne? Muss ich jetzt mal zugeben. Also war es das schon? Ah, Teil 1. Teil 1. Woran hat Alice gearbeitet? Na, an ihrem Foto. Ich drücke immer auf Tab, um wieder rauszugehen. Bestimmt an ihrem Fotoprojekt. Also, gehe ich jetzt mal davon aus. Lebte ich für die Fotografie.
Ich dachte, ich könnte es in New York als Künstlerin schaffen. Dann traf ich Alan. Es war sehr schön. Wir verfolgten beide unsere kreativen Ambitionen. Nur, dass Alans Arbeit Geld einbrachte, aber... Er beschaffte mir Arbeit. Ich machte seine Werbefotos. Und gestaltete seine Einbände. Bestimmt hat er seinen Verleger dazu gezwungen. Ich habe Fotos gemacht, aber... Es waren nicht meine. Das nagte an mir. Hier und da war es schon kompliziert, aber so ist das Leben, oder? Wir liebten uns. Dann hatte Ellen eine Blockade. Und es kam eine Seite zum Vorschein, die mir nicht gefiel. Ich brachte ihn zu einem Arzt in Washington. Doch ich sagte es ihm erst, als wir dort ankamen. Wir stritten. Eins kam zum anderen. Und dann war er weg. Ertrunken, hieß es. Alle Leute gaben mir die Schuld dafür. Das tat ich manchmal sogar selbst. Ungefähr vor 6 Jahren fing ich an, nachts Geräusche zu hören. Schreibmaschinengeräusche. Stimmen. Alan war zurück. Verfolgte mich. Dann kam es zur Gewalt. Es war Alan. Aber jetzt war er ein Monster. Scratch bestimmt. Er trug schon immer Wut in sich. Ich stellte überall in der Wohnung Kameras auf. Mit Bewegungssensoren und Blitzlichtern. Und jetzt, wenn das Monster kommt, verwandle ich es in Kunst. Meine Albträume auf Film. Und das ist der Schwerpunkt meiner neuen Ausstellung. Um klarzumachen, dass die Welt viel dunkler ist, als sie glauben. Der Name der Ausstellung ist der dunkle Ort. Alice. Scratch schüchterte sie ein. Warum? Ist jetzt, wo wir gerade gekommen sind? Ach, das ist die Tür aus unserem Schreibraum raus. Oder aus unserem Gedankenraum. Ah. Ich saß im Writer's Room und schrieb die Geschichte Initiation, um mich durch den dunklen Ort zu projizieren, um weit in die Ferne zu blicken. Die Geschichte hatte mich hergeführt, aber ich kam nicht weiter. Ich war wieder am Anfang. Ich schrieb die Geschichte und in der Geschichte betrat ich nun den Writer's Room. Doch da war niemand, der schrieb. Thank you.
Return. Kapitelende? Dann gehen wir gleich weiter gucken. Ich würde gerade fragen, ob wir mit Saga auch mal wieder weitermachen. Nee, doch. Okay, fassen wir mal alles zusammen, Ellen. Die letzten 13 Jahre waren Sie in einer Albtraumdimension gefangen. Dem dunklen Ort, der wie New York aussieht, es aber nicht ist. Vom Grund des Cauldron Lake aus erreichbar, liegt aber nicht wirklich darunter. Und nun haben Sie es endlich da rausgeschafft. Ja, ja. Aber ebenso Ihr böser Doppelgänger. Mr. Scratch? Oder war es das Dunkel? Beides. Es ist austauschbar. Er ist Scratch, wenn er aussieht wie ich, aber kann diese andere Gestalt annehmen. Und Scratch, das Dunkel, will die Welt nach seinem eigenen Geschmack umschreiben. Das würde zu Ihrer Vorstellung passen. Er sieht aus wie Sie. Und die Welt in einen Albtraum verwandeln. Während des Hirschfests, das schon in wenigen Tagen stattfinden soll. Sie entkamen durch das Schreiben eines Romans, die Seiten, die wir fanden. Doch ihr Double änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte daraus, die ihrerseits die Realität ändert und die Menschen verrückt macht, den dunklen Ort nach Bright Falls bringt. Schätze, wenn die Fiktion mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, kann sich die Realität verändern. Die Geschichte wird wahr, saugt sich mit allem voll, wie die Dunkelheit bei Anbruch der Nacht. Doch letztes Mal... Das war 2010, oder? Ja, letztes Mal passierte nicht alles auf einmal. Die Geschichte wurde nach und nach Realität. Und das Dunkel war noch immer an den See gebunden. Ich konnte es aufhalten, bevor es ein Ende erreichte. Bevor es frei war. Und darum bleibt noch immer Zeit. Und damit kommen wir zum magischen Lichtschalter. Der Klicker. Magisch trifft es nicht ganz. Scratch will damit sein Ende herbeiführen. Das darf nicht sein. Wenn ich den Klicker finde, kann ich ihn damit zum dunklen Ort zurückschicken und alles wieder rückgängig machen. Ich weiß, es klingt total verrückt. Die Erinnerung ist lückenhaft und ich weiß nicht, was ich glauben kann. Es ist wie ein halb vergessener Traum. Mr. Wake, Alan, wir haben in den letzten 24 Stunden ziemlich verrückte Scheiße gesehen. Ich möchte nur eines wissen. Warum kommen wir in der Geschichte vor? Ich habe sie gesehen. Eine Vision im dunklen Ort. Ich glaube, sie haben mir irgendwie geholfen zu entkommen. Damit hätte Scratch die Geschichte bearbeiten können, um sie zu finden. Und mehr noch. Wir sind alle in Gefahr. Das ist verrückt. Ja, hört sich jedenfalls so an. Und es gibt so viel davon. Also wenn du jetzt nicht das selber gerade gespielt hättest und aus Ellens Sicht, dir würde das einer erzählen, dann würdest du da denken, Alter, irre, paranoid oder weiß ich nicht, der schiebt voll die Hallos, voll in der Psychose hängt er fest. Ich guck bloß kurz, bevor ich den anquatsche hier. Okay, wir müssen reden. Sagt Ihnen der Kult des Baumes etwas? Natürlich. Gruselige Typen.
Sie tragen diese Hirschmasken, führen Ritualmorde durch. Ihre Opfer werden dann von der Dunkelheit besessen. Vermutlich durch die Horrorgeschichte eines bestimmten Autors inspiriert. Na, klingelt da was? Der Kult. Ja. Ja, Sie haben den Klicker. Okay. Arbeiten Sie mit Scratch zusammen? Naja, wenn er ich ist und ich er bin, irgendwie vielleicht schon? Wenn der Kult den Klicker hat, sind Sie dann Anhänger von Scratch? So war das. Wie können Sie so sicher sein, dass Sie den Klicker haben? Sie arbeiten vielleicht für Scratch. Ich weiß nicht mehr, so verwirrend. Alan, wenn ich dieser Spur nachgehen soll, müssen Sie ehrlich zu mir sein. Ja, natürlich. Ist er verwirrt? Nein, nicht oder mehr als sonst. Oder etwas? Jetzt haben wir bestimmt gleich Profile. Ah ja, siehst du, Profiling. Dann profilen wir dich mal. Der Kult und der Klicker. Nick meinte, der Kult hätte den Klicker. Woher weiß er das? Der Autor ist der Leser. Das nächste Kapitel, das nächste Kapitel, das nächste Kapitel beschützt die Seiten, der dunkle Glanz der Worte. Wake versteckt Seiten. Deshalb weiß er, dass der Kult den Klicker hat. Hm? Wo haben wir die denn versteckt, wenn wir das versteckt Wake haben? Wake hat ein Double. Mr. Scratch. Wo ist er jetzt? Mein Gesicht ist von Zorn erfüllt. Der dunkle Ort an deiner Stelle macht mein Gesamtwerk zunichte. Scratch ist hier. In Washington. Er jagt Wake. Scratch und Wake. Scratch sieht aus wie Wake. Warum? Erwecke nicht den Träumer, wenn dein Leben ein Traum ist. Ich schwamm ans Ufer, aber das Wasser steigt. Wake und Scratch stehen in Verbindung. Vielleicht konnte Scratch dank Wake entkommen. Oder umgekehrt? Schwierig. Okay, Mr. Wake. Sie haben bestimmt weitere Seiten des Manuskripts bei sich. Sie wissen nicht, wie wichtig diese Seiten sind. Dank Ihnen weiß ich, was auf mich zukommt. Nicht nur Sie wollen das Problem lösen. Das ist unser Job. Okay. Hier. Mehr habe ich nicht. Seien Sie vorsichtig. Immer, immer doch. Oh, in Müll gelandet. Im Wohnwagen am Rande von Watery saß Saga zum ersten Mal Wakes sagenumwobenen Klicker. Er befand sich im Besitz des Kults des Baumes. Ein Kultist starrte sie an. Sie zog ihre Waffe. Also wir sind jetzt im Wohnwagen und wir wissen, da wird jemand auf uns warten. Ey, das ist ja wie Cheaten ist das ja. Kann ich ja schon mit Waffe ringehen. Was ist denn, wenn ich da mit Waffe ringehe? Ändere ich doch die Zukunft. Ja, eigentlich schon, ne? Jetzt sagen wir ja, am Rande von Waterreach, okay, genau, bla bla. Ihre Gedanken überschlugen sich angesichts dessen, was die Horrorgeschichte nun über sie behauptete. Ihr Leben, ihre Vergangenheit, sie akzeptierte das nicht. Sie stieg aus dem Wohnwagen aus, sie brauchte Luft, doch sie war nicht alleine. Ein Kultist starrte sie hinter einer Hirschmaske an, sie zog ihre Waffe, schrie, rannte um ihr hin. Ihm hinterher. Okay, das wird eine Verfolgungsjagd werden. Okay. Und wir gehen allgemein nochmal in den Gedankenraum. Okay, da mal hin. Haben wir neue Hinweise bekommen? Helle. Ach doch, warte mal hier. Interview mit Alan. Wake gab uns gerade viele Informationen. Doch dieser Klicker scheint ein guter Anfang zu sein. Wenn wir den finden, finden wir auch den Kult. Aber Leute, darauf gehen wir in der nächsten Folge von Alan Wake 2 genauer ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Weil dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich mich und meinen Kanal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.